Hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ja, sag jetzt nichts. Ich weiß Bescheid, ich habe mit angeguckt mit dem Tiefenmodul. Das war ja in der letzten Folge, haben wir das in der Vorratskiste gefunden und ich habe das dann Macht der Gewohnheit ins Inventar gezogen und dann hat die aber im selben Moment gesagt, New Technology acquired. Das heißt, ich muss das erst bauen. Aber dadurch, dass ich das aus der Vorratskiste rausgenommen habe, habe ich gedacht, das wäre ein fertiges Modul, was ich dann im Inventar hätte. Aber in dem Moment, wo ich das reingezogen habe, ist das auch verschwunden. Und das heißt, ich kann die jetzt bauen, die Module. Habe aber keins aus der Vorratskiste bekommen. Und das war das, was mir entgangen war. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Warte mal. Und ach so, ja, ich weiß auch, man kann hier sich hier die Dings anpinnen, aber mache ich nicht. Ionenbatterien, die können wir jetzt auch mittlerweile. Ich weiß aber noch nicht, wo ich die Ionenwürfel herbekomme. Also ich habe 3 Stück, aber ich weiß nicht, wo ich neue herbekomme. Oder ob ich die vielleicht bauen kann. So, jetzt würde ich gerne mal wissen. Schlafabteil. Ja. Okay. Brauchen noch einen Teil vom Krebsanzug. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal in diese eine Höhle da rein. So, guck mal da. Nickel. Okay, das kriegen wir aber hin. Wir haben nur noch kein Nickelerz. Nickelerz und Nickelback. Sonst noch was Neues? Spind. Oh, okay. Oh ja, oh ja, gute Sicht. Sehr schön. So gefällt mir das. Geht's denn hier irgendwo weiter? Ich glaube, hier geht's nur bergab, ne? Tja, dann, so, gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Kann ich denn hier... Wie komme ich denn da eventuell rüber? Vielleicht muss ich hier runter. Da ist so eine Brücke. Dann kehren wir da, sind wir da drüben. Alles klar. Und ich brauche noch so ein Teil von so einem Hoverbike. Da müssen wir noch ein Fragment finden. Lass mal hier drüber gehen. Das sieht doch gut aus. So, dann... Irgendwie hier hoch, vermutlich. Naja, komm, wir gehen einfach mal. Ah, oh, ja. Alles klar. Ich sammle mal so ein bisschen Ressourcen ein, wenn die sowieso hier rumliegen. Wir gehen gleich über die Brücke. Ich will nur mal kurz hier gucken, ob hier vielleicht ein Fragment rumliegt. Oder ob wir hier sonst noch irgendwas anderes entdecken. Guck mal hier, hier liegt doch schon was. Quarz. Aber sonst ist hier auch nichts. Na ja, gut, dann gehen wir mal hier rüber. Über 7 Brücken. Können musst du gehen. Fällt mir dabei gerade so ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Ohrwurm. So, sehr gut. Hui. Ja, mache ich gleich. Ja, na toll, ich mache das jetzt. Vielleicht kriegen wir dann besser Wetter. Vital signs stabilizing. Okay, die Welt haben wir jetzt nicht mehr an Essen und Trinken, ne? Okay, gerade schon gedacht. Irgendwie, warum hat der jetzt das Licht ausgemacht, dachte ich im ersten Moment. Da ist irgendwas, okay.
Okay, da liegt ein PDA rum. Und da steht eine Vorratskiste, finde ich gut. Ah ne, eine Datenbox. Ah, cool. Schneefox-Sprungmodul. Und ein Nährstoffblock. Der kommt mir auch genau richtig. So, dann stehen hier noch so ein paar Container rum. So, und da geht's. Da liegt irgendwas am Boden. Da gehen wir gleich hin. Ich will nur mal kurz hier gucken. Da hinten scheint irgendwie eine Tür zu sein. Das ist aber jetzt nicht die Brücke, über die wir gerade gekommen sind. Das ist noch eine andere Brücke, ne? Unsere Brücke war doch da irgendwo. Mein lieber Mann, das Ding hier ist ja riesig, das Gebiet. Also da ist irgendwas und da hinten war noch irgendwie so eine Tür oder so. So. Dann ist da unten. Hier. Aha. Hoverbike-Fragment. Ja, sehr gut. Dann hätten wir doch davon auch drei, ne? New technology created. Und das Sprungmodul können wir bauen. Lass mal kurz gucken. Okay, ein Kabelsatz und zwei Titan, das geht ja. Schmierstoff, Batterie und Titan. Oh, den kann ich schon bauen. Okay, da brauchen wir hier, müssen wir zurück an die mobile Fahrzeugstation. Die ist bei der alten Base, liegt die im Wasser rum. Oder warte mal, nein. Moment mal. Kann ja nicht sein, der wird ja nicht im Wasser gebaut. Der wird ja an Land gebaut. Kann ich den so hier hinstellen? Nee. Wie baue ich den denn dann? Wird er doch mit der Fahrzeugstation hergestellt? Würde mich jetzt mal interessieren. Und wo geht's hier hin? Warning. Detecting a Leviathan class life form nearby. The life form is currently stationary. Beware of ambush. Okay. Also hier ist eine größere Lebensform. Sam Goodalls Sprachaufzeichnung Kappa. Alan, how are you doing? You would not understand. We are very different. We are different. But aren't we seeing with the same eyes right now? Don't you see the same colors? No. What do you see? Eyes, radio, sensors, they just detect a vibration. What you call your five senses, I call one. No surfaces, no colors, no blur of motion. Just data points fluctuating between non-existence and infinity. Is it fun? Did you not understand? I am experiencing existence. I just can't tell. It sounds wild, but also cold. It is precise, but wavy. From just what you hear, I can taste the air or listen to the shape of the room. It is engaging. Sounds like we have the same experience, different ways. And we were born in different galaxies. Isn't that incredible? No. If it is true, it is a matter of statistical inevitability.
That's another way to put it. Oh, was ist hier? Also ein interessantes Gespräch. Auf jeden Fall. WTF. Your GPS shows you near the frozen Leviathan. Confirm visual. It's hard to miss. The team was supposed to send a sample up to the labs, but they evacuated first. I'll take a look around. Roger. Okay. Ach, der ist da. Ah, okay, der ist da im Eis eingefroren. Verstehe. So, das Team sollte eine Probe zum Labor schicken. Kann ich denn hier vielleicht irgendwie die Labordinger mal die scannen? Warte, ich leg mal hier den Scanner auf die 4. Da liegt schon mal ein PDA. Datenbox. Kälteschutzanzug! Sehr gut. Da geht's scheinbar in den gefrorenen Leviathan hinein. Aufzug rufen. Jetzt kann ich denn jetzt hier mit hochfahren? Ah ja. Nicht gerade der schnellste Aufzug. Das liegt wahrscheinlich daran, dass alles eingefroren ist hier. So, damit können wir ihn wieder rufen. Alles klar. Oh, wie krass. Oh, wie krass. Oh, wie krass. Okay. Zähne. Ich kann die Zähne einzeln scannen. Cool. Hörner. Okay. Auch alles scannen. Was ist das hier? Pubertätspickel oder was? Infizierte Pusteln. Okay. Was ist das hier für ein Teil? Das sieht ja auch stylisch aus. Extraktion starten. Und da liegt noch ein PDA. Raubtierkopf. Ah. Handle with extreme caution. I have the sample. Roger that. Our ships are still out of action. But if you can get it to the cargo rocket, I can have a bay sealed off to receive it. What do they even want with this? I just know it's on the list. I'm a xenologist, not Altera's plague doctor. I don't like it either. But it's still an alien life form, isn't it? I'll let you know when I'm at the rocket. Thank you. Okay. Also eine Probe haben wir. Konnte man nicht... vorher konnte man doch auch noch die Probe von den... von dem Gegenmittel. Die konnte man doch auch einsammeln, ne? Irgendwo in den Lilypads ist doch dieser... dieser eine große Leviathan rumgeschwommen. Den man, oder also so einer von der Sorte, wie man ihn am Ende vom ersten Subnautica in der unterirdischen Basis getroffen hat. Oh, Scheiße, ich habe nichts mehr zu trinken.
Was ist denn hier noch? Also das ist nur eine Leiter. Und da gab es doch die Proben von dem Gegenmittel. So. Okay, hier war... Hier geht's aber noch nach unten. Ein Krebsanzug. Ich werd bekloppt. Ein PDA. Hier können wir noch ein paar Klauen scannen. Das ist sehr gut. Kann sie auch niemand klauen, wenn die hier so eingefroren sind. Hier ein Krebsanzug. Ein Krebsanzug. Krebsanzug. Ja, sehr, sehr geil. Ja, da haben wir ja was zu tun demnächst. Sehr cool. Da haben wir ja was zu tun. Ach, wir können den Schneefuchs bauen, wir können den Krebs bauen, wir können Tiefenmodule bauen, Sprungmodule können wir bauen. Oh Gott. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil hier. Jetzt muss ich allerdings auch schleunigst gucken, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme. Was ist denn das hier? Kann man hier nichts von essen? Ah, hier geht's scheinbar nach draußen. Oder zumindest mal irgendwo anders hin. Ah ja, okay. Da ist die Brücke, über die wir gekommen sind. Oder? Weiß ich nicht genau. Jetzt muss ich mal schauen. Da ist die Seebahn, 500 Meter. Ich muss erstmal zur Seebahn latschen. Es geht nicht anders. Hoverbike-Fragment. Ich würde mich ja gerne jetzt noch stundenlang hier umschauen, aber das Problem ist, so viel habe ich nicht zu essen. Und auch nicht zu trinken, deswegen muss ich mich jetzt echt mal beeilen. 500 Meter bis zur Seebahn. Es ist hinter mir. Es ist hinter mir. Es ist weg. Gott sei Dank. Das klang komisch. Seek fluid intake immediately. Hier sind schon mal Pinguine, das ist sehr gut. Die Seebahn ist immer noch 400 Meter weit weg, das gibt's doch gar nicht. Kommt die auch mal näher? Geh weg, oder gib mir einen Fisch oder sowas. Boah, ist das weit. Das ist nicht gut. Der bewacht doch bestimmt auch irgendeinen Teil. Hier waren wir noch nicht. Warum komme ich denn hier nicht durch? Oh nee. Och nee, komm. Verarsch mich jetzt nicht. Ich werde da wohl jetzt nicht hier drauf gehen.
Jetzt geht's hier nicht rum. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wir werden jetzt hier verhungern. Bloß weil ich den Weg zu dieser Seebahn nicht finde, weil ich nicht weiß, wo ich hier langlaufen muss. Oh, das ist hoch. Da wäre jetzt der Schneefuchs gut. Die kann man auch nicht essen. Hier waren wir doch gerade erst, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war's. Mist. Nee. Ja, jetzt sind wir in der Seebahn. Jetzt haben wir die Probe verloren. Und ich weiß auch nicht, wo ich gestorben bin. Oh, das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Ich habe nur noch zwei Nährstoffblöcke. Das finde ich doch nie mehr wieder, das Zeug da. Ah. Ja, wir können hier erstmal raus. Ich frage mich gerade, wie ich das mit dem Schneefuchs mache. Ich weiß noch nicht, wie man den bauen soll dann. Ja, wohl scheinbar. Der wird ja schon mal nicht mit dem Epiliergerät dahin gebaut und aber der ist doch, das ist ein Landfahrzeug, der kann doch dann nicht hier im Wasser mit der mobilen Fahrzeugstation hergestellt werden. Das gibt mir gerade ein bisschen irgendwie, ist mir ein Rätsel. Oder nimmt man den im Inventar mit und keine Ahnung. Vielleicht ist der aufblasbar oder so. Ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen, das da. Richtig doof gelaufen. Vor allen Dingen, dass wir jetzt auch die Probe verloren haben. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, okay, dass ich die Materialien und alles, was ich gefunden habe, dass das weg ist. Aber diese Probe, dass die auch wieder weg ist. Auf der Karre hier. Ich weiß auch jetzt gar nicht genau, ob ich die Sachen, habe ich die doch alle behalten? Den Krebs kann ich bauen. Okay, ja, dann habe ich das. Also wir können auf jeden Fall richtig viel machen. So, da ist die mobile Fahrzeugstation.
So, dann lass mal gerade mal hier gucken gehen. Na, da wird der Krebs gebaut. Und da werden die Abteile gebaut. Oder wohl, was? Wie ist das mit dem Krebs? Eine Energiezelle, emailliertes Glas. Ist ja gar nicht so viel, ne? Ich nehme jetzt mal die wieder mit. Das nehmen wir mal. So. Der ist bei 60%. Decken wir uns hier mal noch mit Wasser ein. Das muss mal sein. Hallo. Was ist eigentlich hier mit diesen Batteriepflanzen? Die wachsen scheinbar tatsächlich gar nicht nach, ne? So, das sollte mal reichen für den Anfang. Quarz mitnehmen hier. Oder obwohl, ich habe ja Platz im, ne, ich habe nicht viel Platz. In der Seebahn. Ich bräuchte noch so Batteriepflanzen. Kriegen wir aber, glaube ich, auch zu Hause. Da sind, glaube ich, auch welche. Von daher fahren wir mal nach Hause und dann bauen wir uns die Modifizierungsstation dahin, hauen die Fahrzeugstation, die mobile, ins Wasser. Da müssen wir hin. Und dann müssen wir nochmal später irgendwann dahin fahren. Und wie man diesen Schneefuchs jetzt baut, weiß ich immer noch nicht. Äußerst schwierig. Entschuldigung, was das auch immer war. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht überfahren. Also auf jeden Fall mal ein Tiefenmodul bauen für die Seebahn. Und dann gucken wir mal, wie tief wir mit der Kiste runterkommen. Und dann bauen wir uns einen Dock und einen Krebsanzug. Da können wir den nämlich mitschleppen. Wir können ja auch mit dem Krebsanzug über die Insel stapfen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Geht zwar dann nicht so schnell, aber... So. Okay. Was sagt das Inventar? Da geht noch ein bisschen was rein. Oh. Das sieht ja auch nett aus hier. So, warte mal. Wo mache ich denn die mobile Fahrzeugstation hin? Hier vielleicht. So. Okay. Und dann kann ich mir noch was aus der Seebahn rausholen. Hier so ein Teil zumindest. Jo. Und dann machen wir erstmal Wasser.
jede Menge Wasser. Da. Das sollte mal reichen für den Anfang. Okay. Dann. Zwei Schlingpflanzen da rein. Ach, ich habe ja noch Batteriepflanzen. Das ist ja super. Hab ja noch ganz viele. Fasergewebe. Ah, da braucht zwei von den Dingern. So. Dann machen wir mal das. Und dann machen wir uns mal... Ach, wir können ja auch hier die Kälteschutzgedönse und sowas alles machen, ne? Schneepirscherfell? Woher kriege ich denn das Fell? Da brauchen wir auch Fasergewebe für. Ich mache mir mal ein Medikit jetzt. So. Stoff. Einmal Silikon. Tja, ich weiß gerade nicht so wirklich wohin damit. Da kommen die mal hier noch rein. So, da haben wir noch die Dings. So, dann haben wir noch Quarz in der Tasche. Das kann auch mal raus. Eine Titan kann auch weg. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Na, komm her. So. Okay. Dann so, sehr gut. Machen wir uns noch schnell was zu essen. Okay, und speichern mal ab. So. Krebs. Da brauchen wir zwei Plaststahlbarren für, ne? Hat er gesagt. Das sind 12. Obwohl, auf der anderen Seite will ich ja erstmal... Wir brauchen zuerst das Dock, ne? Das Docking-Abteil. Dann muss ich mal kurz nochmal hier an die mobile Fahrzeugstation schwimmen. Gerade mal schauen, was wir für das Dock brauchen. Nein, nicht einpacken.
einen Plaststahlbarren, einen Kabel, erweiterten Kabelsatz und zweimal Blei. So, kann ich die auch ein bisschen drehen hier? Kann man die drehen? Ja, kann man drehen. So. Haben wir denn noch Blei? Ja, haben wir. Lithium. Ich glaube ein Lithium, ne, für einen Plaststahlbarren. Dann machen wir uns noch das Dock und dann können wir da auch den Krebs dran docken. So, dann haben wir den. Und dann brauchen wir noch einen erweiterten Kabelsatz. Zweimal, ach, ich habe kein Gold mehr, ne? Glaube ich. Nope, kein Gold mehr da. Na gut, liebe Freunde, dann müssen wir das auf die nächste Folge verschieben. Erstmal ein bisschen Gold suchen gehen und dann schauen wir, dass wir das Dock gebaut bekommen und dann auch noch den Krebsanzug, also Titan, werden wir dann auch noch brauchen. Nun gut, und dann können wir nochmal irgendwann in das Gletscherbecken fahren und da uns nochmal umschauen. Aber meine Sachen, da werde ich nicht mehr finden. Ich hoffe, wir können die Probe ein zweites Mal einsammeln. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis denn und tschüss.